Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minaus. Wir sind hier natürlich immer noch unterwegs. Waren ja schon mal auf Marazin, dem neuen Planeten. Wo wir allerdings nicht wirklich erfolgreich waren, weil wir kamen mit dem Schnee nicht ganz so zurecht. Deswegen würde ich das erstmal hinten anstellen wollen. Und noch ein bisschen auf Cerneron rumsuchen. Denn da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ich würde sagen, genug der Rederei. Gehen wir doch mal rein. Nächste verfügbare Expedition. Finn und rette alle Minaurier, die unter der Erde gefangen sind. 100 Gravitation, 22er Tiefe bei Nacht und Blitz. Das heißt, wir müssen direkt nach unten. Sonst können wir vom Blitz getroffen werden. Und das will ich nicht, weil das ja ein Misserfolg darstellt. So, erstmal direkt runter einfach nur. Weil hier sind wir jetzt safe. Wir lassen das Wasser erstmal hier ab. Jetzt haben wir hier auch noch Gas, was mir nicht so gut gefällt. Aber das dürfte nicht ganz so weit ausbreiten, hoffe ich. Na? Ne, ich glaube, es reicht. Perfekt. Ja, das bisschen ist in Ordnung. Und wir können hier auch aufmachen, damit du ein bisschen hin und her laufen kannst. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Einige Alpha-Tiere, die ich natürlich töten will. Wir haben hier links ein Tier, was ich eigentlich auch gerne tot sehen wollen würde. Das lassen wir dann gleich hier runterfallen. Oder auch nicht, das ist so ein Nest. So, wir können hier auf jeden Fall einmal Rohstoffe abbauen. Und hier können wir Rohstoffe abbauen. Da machen wir Säure draus. Weil das ja auch heißt, dass das hier darin sterben wird, das Viech. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt weit genug... Jawohl, wird zur Säure, optimal. Dann haben wir das Tier hier auch tot. Das können wir dann mitnehmen. Problem ist, ich darf das ja nicht abbauen, weil hier diese... unser Loot ist. Da müssen wir nachher dran denken, wenn ich das abbauen will oder mitnehmen will. Was machen wir hier mit dem Viech? Das fliegt nur rum. Können wir das hier irgendwie in eine Falle locken? Könnten wir. Wenn wir hier aufmachen. Dann lassen wir das gleich hier hochfliegen. Hier rein ins Gas. Und dann sperren wir von unten ab. Dann kommt es nicht weg. Und dann sollte das eigentlich reichen. Jetzt hoffe ich, dass das hier genug Schaden an dem Tier macht. Wobei das zu viele Hits braucht. 40 pro Tick. Ich glaube, ich würde nicht reichen, dass der hier oben stirbt. Nee. Lässt schon nach. Schade. Leider haben wir hier... Doch, wir haben hier noch Gas. Man könnte es sogar hinhauen. Ich hätte es noch vorher nach links ziehen lassen müssen. Aber in Ordnung. Man kann nicht alles haben. Schade. Mehr Gas ist hier oben nicht. Wir können auch hier nicht switchen, um das dann reinzubringen. Das heißt, wir können hier einsperren. Das ist jetzt uns erstmal egal. Wir können hier unten in Ruhe looten. Was wir dann auch gleich mal machen werden. Das heißt, wir machen uns hier einen Weg frei. Damit er hier runter geht. Looten wir hier. Dann mit Hilfe des Teleports kommen wir hier nach links und können die beiden Sachen mitnehmen. Hier müssen wir nur dran denken, vorher noch den Widerstand einzustellen, sonst rennen wir nämlich in die Säure rein. Das will ich nicht. In Ordnung. Dann haben wir hier schon mal das geplant. Wir haben hier unten noch ein Viech, was wir hier drüben mit reinkriegen können. Das ist gar nicht mal so dumm, weil hier auch gleichzeitig Säure ist. So, damit bist du tot. Damit kriegen wir dich auf jeden Fall. Müssen wir gleich mal ganz kurz drauf achten. Bewegen links. Nein. Ist das hier?
Ne, bewegen war das, genau. Wir müssen aber zuerst einmal Widerstand erhöhen. Und dann bewegen. Wir haben eigentlich zu lange. Gefällt mir gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir lassen das hier droppen. Machen das auf. Und dann machen wir Teleport nach links. Weil ich hatte nämlich Angst, dass wir uns hier rein einsperren. Und dann kommen wir nicht raus. Und ich hätte nicht lange genug den Widerstand gehabt, um hier drinnen rumzulaufen. Und dann den nächsten Teleport bereit zu machen. Deswegen machen wir das so. Das ist ein bisschen klüger. Du bist gleich tot, du Alpha-Teil. Sehr gut. Und zwar jetzt bist du tot. Das gefällt mir. Wir müssen jetzt hier nach unten. Kannst du jetzt in Ruhe suchen. Und wir müssen hier mal weiterschauen. Dich sperren wir ein, weil dich werden wir sowieso nicht los. Wo du aktuell bist. Danke. Unsere erworbene Beute. Wir machen hier auf. Machen hier allerdings zu. So, hier drüben haben wir noch Schatz, den ich haben will. Hier drüben haben wir auch noch Schätze, die ich gerne hätte. Da können wir dann gleich drin herumlaufen. Problem ist halt, wenn ich hier das mache, mache ich das Gas kaputt. Aber hier ist auch kein Tier in der Nähe. Das nächste Tier ist das hier. Wir fangen mit dem hier links an. So, dann kannst du hier runter, kannst das hier einsammeln. Und anschließend gehen wir hier nach unten und teleportieren uns hier einmal durch. Und gehen dann hier lang. Ja. Ich glaube, dass das gar nicht mal so dumm ist. Wir können sogar hier runter gehen. Dann wird das Gas auch nicht vom beeinflusst. Dann sparen wir uns einen Teleport auf der Seite nämlich. Da teleportieren wir uns durch. Das Wasser machen wir einmal weg. Vielleicht... Ne, zieht er nicht mit. Aber dann hat es hier die Säure jetzt genug verdünnt, dass es hier keinen Schaden mehr nehmen dürfte. Was auch in Ordnung wäre. Jetzt müssen wir einmal bewegen nach... Toll. War nicht stark genug. Jetzt müssen wir es hier sowieso aussetzen. Dann können wir auch das hier machen. Ist alles gut. Gleich machen wir noch einen Teleport nach rechts. Und dann kannst du hier sammeln. Dumm ist nur, jetzt könnte hier wieder Säure draus werden. Wenn das Gas weit genug kommt. Ich hoffe, es bleibt vorher stehen. Nee, natürlich nicht. Da müssen wir hier dran denken, gleich Widerstand anzumachen. Sonst kommen wir da nicht durch. Wenn wir das mitgenommen haben, können wir uns hier eigentlich sogar runterbauen. Hier den Weg, weil hier drunten ist sonst nichts. Außer das hier. So. Wir müssen noch warten. Okay. Jetzt sollte es gehen. Bewegen nach rechts bitte. Vielen Dank. Und einmal Widerstand für 30 Sekunden haben. Dann können wir auch gleich hier das Gas auslassen. Weil wenn wir den Widerstand eh haben, dann ist das okay. So, du kannst da runterfallen. Ich hoffe, dass dein Widerstand lang genug hält. Optimal getimed. Wunderbar. Optimal. Jetzt kannst du hier ein bisschen rumlaufen.
In der Zwischenzeit versuche ich natürlich hier dann möglichst schon mal unser Schatz weit runter zu holen. Hier am Endviech. Was wir sogar hier rechts reintreiben könnten. Dann machen wir den hier. Da machen wir gleich einen Teleport nach links. Um das drüben einsammeln zu können. Und jetzt können wir nämlich das Tier hier... Wir müssen dich erstmal nach da treiben lassen. Dann machen wir hier auf. So, jetzt lassen wir dich hier erstmal drin sterben. Du liegst natürlich extrem unschön, gell? Ich hoffe, das ist dir klar. Aber da kommen wir jetzt nicht drum herum. Müssen wir dann gleich wieder einen Teleport nach rechts machen. Wenn wir hier reingefallen sind. Fahr mal runter, bitte. Danke. Ein Stück nach rechts gehen. Danke. Und bewegen nach rechts. Dann freust du dich darüber und dann kannst du dich hierüber freuen. Das ist doch wunderbar. Komm mal vorwärts. Okay, wir haben hier unten einen. Der andere ist hier. Da haben wir noch einen doppelten Bonus. 10 Minuten Zeit. Also können wir uns noch ein bisschen sogar gemütlich hier genauer umschauen. Ich sehe hier Schatz. Ich sehe hier oben noch ein Viech. Aber ich glaube, das ist so ein Schlafding, was wir eh nicht geweckt bekommen. Ja. Da passiert nicht viel. Das heißt, wir können... Zunächst einmal den Schatz loswerden lassen. Dann den Schatz loswerden lassen. Dann gehen wir erst ihn hier aufwecken. Wenn wir ihn aufgeweckt haben, teleportieren wir uns nach rechts, warten, teleportieren uns nach links. Oder wir lassen uns hier runterfallen. Das ginge auch. Das gefällt mir sogar besser. Wir fangen hier an. Weil runterfallen lassen kann ich ihn nicht. Okay, wir müssen zuerst zu ihm kommen. Dann machen wir hier schon mal auf. Und hier schon mal auf. Wir uns hier den Weg schon mal so weit bereit. Hier müssen wir zumachen, weil da wollen wir ganz bestimmt nicht reinfallen. Hier auch nicht. Hier ist hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Beschützt oder wächst erstmal ihn auf. Dann machen wir uns hier einen Teleport nach rechts. Teleport nach rechts. Teleport nach links. Und dann ziehen wir hier einmal durch. Oh, gerade noch rechtzeitig gesehen, dass da Säure ist. Das hätte ich fast verpennt. In Ordnung. Du freust dich, weil wir noch ein Bruder sind. Leider geht nicht mehr. Ich freue mich auch so. Du speicherst und wir haben eine Sammelkarte bekommen. Dass wir können in der nächsten Episode eine Sammelexpedition starten. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz warten. Bewegen nach rechts, bitte. Oh, jetzt ist hier ein Tier aufgewacht. Und wir sind der Geologe zu 40%. Ärgerlich, dass wir dich jetzt hier nicht töten können, gell? Nee, leider nicht mehr. Das Vieh ist jetzt woanders. Wir müssen das mal aufmachen. Da tut es mir für den Minauen jetzt sehr leid, aber was soll ich tun? Anders komme ich da nicht lang. Wir müssen hier auch noch einen Weg machen. Dann können wir da durchmarschieren nachher. Jawohl.
Einmal bewegen nach rechts. Dann freust du dich nämlich. Anschließend einmal bewegen nach links und dann marschieren wir hier nochmal ganz gemütlich einmal durch und sammeln uns hier unseren letzten Freund ein. Weil ich glaube, mehr kann ich aktuell nicht tun. Ich habe hier sonst keine Tiere mehr, die ich töten kann. Du hier, aber du machst ja nichts. Oh, vielleicht doch. Nein, das war das Unglück. Scheibenkleister. Ich hätte dich mit dem Wasser kriegen können. Verdammt. Ich habe nicht dran gedacht. Wenn ich da vorher drauf gekommen wäre, hätte ich das hier getötet, jetzt hier runterfallen lassen, wir hätten noch mehr Loot gehabt. Weil ich hochkommen tue ich eh nicht mehr. Ich kann nur links oder rechts teleportieren. Und apropos links oder rechts teleportieren. Einmal bewegen nach links, bitte. Und nun lauf in dein Ziel. Geh zu deinem Freund. Sei ein Held. Jetzt habe ich eigentlich unbedingt den nächsten Misserfolg hier nochmal sparen wollen. Aber natürlich nicht. Ey. Naja, was soll man machen? Immerhin kriegen wir da noch Doppeltes. Och. Warum ist da bitte jetzt so ein Viech? Was soll das denn? Ich kann nicht bauen. Ich kann nicht bauen. Mal ganz kurz Panik schieben, weil er urplötzlich da unten war. Ich habe nicht drauf geachtet, dass das Viech jetzt da ist. Weswegen jetzt ganz kurz in Panik geraten sind, aber ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Er anscheinend auch. Er freut sich jetzt eher, dass er den Typen gerettet hat. Damit ist alles wieder gut. Ja, wir haben ordentlich abgecashed in der Runde. 200%. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das war eine relativ gute Runde. Paar Fehler gemacht. Hier rechts. Aber ansonsten war es ganz in Ordnung. Eine Schatzkarte, die wir bekommen haben. Mal schauen, ob wir irgendwelche Neuigkeiten erlernt haben. Durch unsere relativ erfolgreiche Runde. Nein, wir steigen hier. Ja, Misserfolg ist natürlich doof gewesen, gell? Naja. Können wir leider nicht ändern. Hier haben wir noch nicht genug, um aufzuwerten. Da fehlt uns noch Prestige. Da müssen wir mehr machen. Müssen wir erfolgreicher sein. Und erfolgreicher sind wir hoffentlich hier auch bald. Wir erweitern auch die Siedlung. Damit alles in Zukunft günstiger wird. Ich würde sagen, wir machen eine Schatzkarte. Machen wir eine Schatzkarte. Fangen wir damit schon mal an mit der Sammelexpedition. Wo es ja wirklich nur darum geht, möglichst viel Kohle zu holen, ein paar Tiere zu töten. Da können wir uns ganz viel Zeit lassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das über eine Episodenlänge hinausgeht. Und wir haben hier vor allen Dingen kein Problem, was Wetter angeht. Das heißt, wir können jetzt ganz viel überlegen und nachdenken, was wir tun wollen. Und vor allen Dingen, wie wir was tun wollen. Wichtig ist, ich will dieses Alpha-Tier hier tot sehen. Das schaffe ich mit der Säure, die direkt daneben ist. Das ist gar kein Problem. Hier haben wir Säure. Was heißt, ich muss... Oh, hier haben wir direkt neben Wasser sogar Säure. Können wir alles konzentriert machen. Dich kann ich verbrennen lassen. Dich würde ich ja gerne von hier oben runterfallen lassen, dass ich dich verbrennen kann. Genauso wie dich auch. Also euch beide hier zusammenführen. Ich muss natürlich jetzt dann hier unten von hier reingehen. Ich bereite das mal soweit alles vor. So, wenn du hier drinnen bist, schließe ich hier ein. Nein, mache ich nicht. Ich muss erst das hier wegmachen und das hier wieder reinmachen.
So, jetzt bist du schon mal drinne. Du bist der Nächste, der rein muss. Dann bist du schon mal drinne. Perfekt. Herrscher des Feuers. Und du fällst auch runter. Wunderbar. Zweimal ohne Probleme hier gesammelt. Oh, wir können hier sogar. Das gefällt mir richtig gut. Wir machen hier gleich Gas-Action. Nur überlegen, wie. Weil ich ja beide Tiere hier drin haben will. Sei schneller, bitte. Das Gute ist, dass der rechts halt sehr viel schneller ist. Das heißt, jetzt kriege ich sie auf jeden Fall da rein. Dann haben wir die beiden getötet. Hier oben das Viech wird sauer. Was wir allerdings hier reinschicken lassen können. Ach, verdammt. Da muss ich dann gleich nach unten wegschicken lassen. Sonst haben wir ein Problem. Muss das jetzt zur Säure werden? Ich glaube, dass ich das zu früh angezündet habe. Das bedeutet nämlich, dass das Tier, wenn das hier reinkommt, nicht mehr unbedingt brennen wird, oder? Ja, doch, könnte gelingen. Aber wie es weitergeht, seht ihr erst übermorgen. Wenn es weitergeht bei mir hinaus, ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.